Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu meiner kleinen Update-Info vom 11. Mai 2016. Wie ich schon vermutet habe, geht es diese Woche an die Brücke, die von der See zerstört wurde und einst Epona und die Südhufhalbinsel verbunden hat. Bernardine, die Bürgermeisterin von New Hillcrest, die ihr übrigens gegenüber von den Isländer-Verkaufsstellen findet, die hat jemanden engagiert, um die Brücke wieder auf Vordermann zu bringen. Aber halt, das ist Donald, der Bauarbeiter, der Höhenangst hat und auch noch Angst vor Wasser. Okay, das schreit danach, dass wir wieder helfen müssen. Abgesehen von dieser Quest gibt es auch noch wieder was Neues im Shopping Center, aber anders als es in der News steht, konnte ich keine neue Kleidung finden, dafür aber jede Menge neue Ausrüstung, denn es sind gleich 4 neue Sets für euer Pferd aufgetaucht. Und da muss ich sagen, es lohnt sich durchzuschauen, denn die sind richtig günstig dafür, dass sie Top-Werte haben. Also viel Spaß beim Shoppen, viel Spaß beim Brücke bauen. Und ich werde mir noch überlegen, ob ich jetzt morgen schon mit der Brücke anfange oder ob ich morgen erstmal noch die Quest bei Madison fertig mache. Lasst euch überraschen und damit viel Spaß beim Update. Tschüss!